Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Warhammer Chaos Bane. Wir hatten letztes Mal den Verpester Kessler getötet. Oder erst war es Kessler, dann war es der Verpester. Und ja, jetzt sind wir hier in Prag und ja, gehen nochmal rein, ne? Gucken, was uns da so erwartet. Hauptquest, den ganzen anderen Kram, Expedition, Boss Rush und Invasion haben wir noch nicht. Ist wahrscheinlich dann im Multiplayer möglich, nicht im Singleplayer. Aber das teste ich dann mal, wenn ich, ja, wenn ich das durch habe. Anders würde ich es auch echt nicht, also wenn ich es alleine spiele, würde ich es auch nicht anders machen. Erst einfach mal allein durchzocken und dann gucken. So, wir sehen hier auch, das Grün ist weg, ein Rot ist da. Hier haben wir das Bärenwappen von Kislev oder wie die Fraktion nochmal hieß. Ah, da haben wir die ganz normalen Ziegen wieder. Oh, Zorn. Hätte ich gegen den Verpester gebrauchen können. Komischerweise gab es da nie Zorn. Oder Wut. Wie heißt das überhaupt nochmal? 14% Döner. Ja. Ah, cool. Bleib mal stehen. Ah, wir sollen links, wir gehen rechts. Oh. Diese Brothunde, sage ich mal. Hellenhunde heißen die bestimmt. Ich kann auch eine Axt werfen. Unfassbar. Nee, schade, hier ist nichts. Dass man hier auch nicht mal irgendwie was anderes kaputt machen kann. Naja. Na los, ihr Ziegenmenschen. Lass mich da durch. Bündchen, sitz! Bist du auf da? Ah, hier ist was. Fuß. Alter! Linke Viecher. Wollen die Türen öffnen? Ach, ich find's schade. Die Ziege find's auch schade. So. Geht doch mal kacken hier, ey. Oh, der Weg führt mich nach da. Dann gehen wir doch mal nach da. Benutze viel zu wenig diese Wurfäxte. Was ist denn da drin? Ich will noch mal reingucken. Das ist, leuchtet so. Ach, das sind so Tentakel, wie hier auch. So rote Tentakeln, die aus der Erde kommen mit Glubschaugen. Hm. Also wenn ich da wäre und die Tentakel sich nicht bewegen, ich glaube, ich würde mir so einen Besenstiel nehmen und die Augen ausstechen. Aha! Glubschaugen ausstechen. Dann gehen wir einfach mal da lang. Oh, da kommt er wieder. Yeah.
Oh, Hündchen, mach doch mal Sitz da. Jetzt haben wir so viel Wut und wissen nicht, wohin damit, ne? Boah, die geben ganz schön gut Zorn. Oh, ich werfe jetzt nur noch Äxte hier. Das geht auch ziemlich gut. I've lost the blood rush. Oh. Ganz vergessen. Ey, hau mich nicht. Oh. So, da ist eine Truhe, endlich. Eine Belohnung hier. Für die Umwege, die wir laufen. Da ist aber... Ich glaube nicht, dass die Tentakel nicht aggressiv sind. Die werden doch bestimmt dich da reinziehen. Oh, da ist auch Diamant oder sowas. Ja, Fragmente. Ich glaube, diese Hunde gab es auch in größer, ne? Mensch. Oh. Bleib doch mal stehen, du. Ich sehe mal so kleckerweise kommen hier. Brauchen wir eigentlich keinen mehr einsammeln. Ich gebe das auf für irgendwelche größeren Gegner. Nicht für die kleinen hier. Da liegt was. Heilt das auch, oder bin ich gerade gegen die Kugel gekommen? Da muss man auch aufpassen. Das würde mich mal interessieren. So. Ja, es heilt auch. Ah. Das gibt uns nicht nur Zorn. Das ist mir noch nie aufgefallen. Es heilt uns auch etwas. Ja, kommt mal her, ihr Kleinen. Ja, kommt mal her. Ich habe hier zwei kleine Äxte für euch. Oh. Jetzt. Oh, nee, war falsche Taste. Scheiße. Party time. Endlich. So einen Haufen kann man es doch mal benutzen, ja. Das war's schon? Pass auf, gleich kommt ein Endgegner und ich ärgere mich dann. Kein Zorn mehr, nein. Aber eine Truhe.
Ja, wenn das so in Prag aussieht, will ich da keinen Urlaub machen. Ich habe ja ganz andere Bilder gesehen. Gerade zur Weihnachtszeit sieht das immer gut aus, aber wenn es so hier aussieht in Prag, dann reise ich da nicht hin. So. Ah, kommt her, kommt her. Kommt zu hören, Herrchen. Sitz! Und gib mir meinen Zorn da, verdammt. Ja, die Map ist schon größer. Das gefällt mir, wenn wir sie nicht gleich nochmal spielen müssen. Ich freue mich sowieso immer, wenn die Level abwechslungsreich sind. Oh, das gab Doppelzorn. So, warte mal. Gehen wir mal zurück. Halt, ich nehme dich noch mit. Keine Angst, ich vergesse dich nicht. Auch dich vergesse ich nicht. So, hier vorne ist noch irgendwo was. Ah, hier. Das sind jetzt auch viel mehr Fragmente fallen. Als die Nörgelviecher. So, jetzt müssen wir nämlich links weiter. Habe ich mir schon gedacht, als ich die Karte so ein bisschen gesehen habe. Gehen wir genau richtig. Ich finde das gut, dass der Zorn um mich hält. Das finde ich echt gut geheilt. Ah, das sieht jetzt aber nach einem... Nee, doch nicht. Ich dachte erst, das Ganze wäre ein Monster hier. Alle drei zusammen. Ah, habe ich mich verguckt, aber dermaßen verguckt. So, mehr Vorräte als der Feindberg. Ich glaube, ich klaue dem Feind ja die ganzen Vorräte hier. Oh, halt, stopp. Wieso nicht? Bleib doch mal stehen da. Aufstände. Na, nur vereinzelt? Das glaube ich doch nicht. Das, hier kommt doch bestimmt gleich was. Ah, mein Zorn kocht. Das war eine schöne Sache. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein größerer Gegner. So, die Straßen von Prag verlassen. Prag mit Doppel-A. So, hier hast du Nahrung. I filled my pack with everything I could find. There should be enough food and medicine here to last you a good while. Medicine's teeth. You gathered all this with Red Axis monsters breathing down your neck? I'm impressed. This is more than I dared hope for. You risk your life for our sake, and that counts for something among my people.
I am Leonid Gordachev, and I speak for everyone in this camp when I say I am in your debt. You and your comrades are welcome here. If there is anything you need, speak to our merchant. There are shrines as well if you seek the blessings of the gods. In the meantime, I must see to my people. Return to me when you are ready, and we will speak more about this sorceress you're hunting for. Ja, mission complete. Oh, wieder viele Edelsteine. Was ist das? Aufgabenbelohnung, das ist mir neu. Okay, das ist nicht für uns. Vielleicht für Magier und das vielleicht für diesen Waldelf. Dann können die dann irgendwas beten. Und was können wir als Zwerge machen? Die haben doch auch ihre Götter. Zwerge beten wohl nicht. Oder? Aber wir haben Ausrüstung. So, aber ich glaube, es ist noch viel von letztes Mal mit dabei, weil das ist nicht neu und das ist alles irgendwie... Ah, wohl Rüstung. Aber es gibt mehr Gesundheit. Ein. Ich will das mit der Gesundheit behalten. Neuer Schlipper, aber... Nee, lassen wir mal. Und der macht mehr Schaden. Bleibt trotzdem bei den goldenen Sachen. Einfach, weil die noch so ganze Bonus-Sachen mit haben. Ah, wir können jetzt nur spenden wieder, ne? Oh, hier ist auch noch was, aber das könnte doch für Zwerge sein. Back already? Nee. Not when there's killer. Othram Redaxe and his cultists worship Khorne. The Blood God hates. Where did you learn such a thing? This is Keslev, Witch Hunter. We get it with our mother's milk. Every year the Norskins raid us from across the Sea of Claws. Unlike you Southerners, we can't afford to be ignorant of our foes. Knowledge is the first step on the path to corruption. Man muss aber über seinen Gegner Bescheid wissen, Fossi. This has less to do with sorcery and more to do with power. The Harbinger is searching for a new champion to lead the armies of Chaos. Then she's at the Tower of Skulls. That's Uthgrim's stronghold inside the city. All right, how do we reach it? You don't. Not without an army. The tower is built on the ruins of the old citadel, and it's surrounded by monsters. You don't need an army, you've got me! Come on, man, think! There's got to be a way! I don't know. Perhaps. Let me think on it. In the meantime, there is a favor I would ask of you. This is outrageous! We don't have time for this. Diese Ungeduld. Go on, Leonid, let's have it. When Uthgrim and his warband returned to Prague, we had no warning. They surrounded our camp in the old town, trapping most of our people inside. One of them was my son, Arkady. I'm sorry to hear it, friend, but that was more than a month ago. There's no way they could have held out this long. No, but some of them might have escaped before it was too late. They could be hiding somewhere in the city right now. There was a woman named Galina who was keeping a journal about life in the camp. If an escape were planned, she would have written about it. That journal could be anywhere. No, one of Red Axe's men has it. He must have taken it as a trophy after they've overrun the camp. Ein Tagebuch als Trophäe? Was sind das für Chaos, Leute? I can tell you where he is, if you could get the journal back. Ah, ich hab vergessen, das Tagebuch könnte ja ein Einband aus Haut haben und mit Blut beschrieben. Dann kann ich es wieder verstehen. Please, I need to know what happened to my son. All right, Leonid, all right, I'll... Ja, komm, wir sehen mal nach. Das Tagebuch beschaffen.
Und erstmal alles spenden, weil wir nicht verkaufen können. Damit wir wieder Zeug mitnehmen können. Und dann gucken wir mal, wo wir das Büchlein finden. Apropos, was könnten wir hier noch machen? Ah, wir haben noch 4 Punkte übrig. Die Fähigkeit haben wir noch gar nicht eingesetzt. Weil wir einfach hier zu wenig Punkte haben, finde ich. Ich finde, das ist so geil, dieser Ingram des Berges. Ich möchte gar nicht dieses andere testen. das ist, glaube ich, eine passive Geschichte, ne? Können wir eine Abkürzung nehmen? Nein, können wir nicht. Können wir eine Abkürzung nehmen? Nein, können wir nicht. Ah, müssen wir das nehmen. 20 Schaden. Maximale Gesundheit 40%. Naja. So, 5 Punkte haben wir noch. Das ist eine Standardwaffe. Kann ich die haben? Davon hätten wir auch schon eine bessere haben können. Aber fehlen uns die Punkte. Wenn ich den jetzt hier zurücknehme, dann haben wir 5 Punkte. Dann haben wir noch 1 Punkt. Okay. Man muss immer mit seinen Punkten ja aushalten. Das ist irgendwie komisch, aber... Ah, da hätten wir auch schon eine bessere Attacke haben können. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Haben wir von Raserei was Besseres? Weil Raserei nutzen wir ja nie. Und wenn wir Raserei rausziehen, wird es auch nicht besser. Ist das? Je geringer deine Gesundheit, desto weniger Schaden erleidest du. Boah. Kosten 12 Punkte. Ich brauche hier mehr Punkte, verdammt. Mal gucken, ob die auch steigen. Habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube ja. Gut, dann lassen wir es erstmal so, wie es ist. Hier haben wir nichts. Dann gehen wir jetzt mal rein. Machen wir einen kurzen Abstecher. Und beschaffen mal schnell das Tagebuch. Einmal die Hauptquest, bitte. Oder die Hauptaufgabe. So. Das sieht doch schon wieder so ähnlich aus wie gerade eben. Kann mich aber auch irren. Oh. Da ist so ein Corny dabei. Ui, gehst du mal da weg. Alter. Ja, der Corny hält auch ein bisschen mehr aus. Ja, die machen natürlich mehr Schaden. Ne? Oh, kommen gleich 4 von denen. Da müssen wir einfach nur ein bisschen mehr ausweichen. Vielleicht doch hier die eine Attacke aus der Distanz schon mal machen. Ah, diese Sprungattacke, die würde ich echt gerne noch verbessern wollen. Es kommen so viele von denen. Bleib doch mal weg hier. Das nehmen wir auch mal mit. Jetzt kommen sie aber hier. Ja. Time brauche ich auch.
Ganz viel Time. Jo, jetzt reicht's mir. Boah, wer ist noch ohne Fahrschein? Okay, hier waren wir vorhin auf jeden Fall nicht. What's this? I'm here for the journal. You can hand it over now, or I can take it off your bleeding corpse. Fool! Come and take it then, if you dare. Ach, der verwandelt sich doch bestimmt auch wieder. Lauf nicht weg, Kultist! Bleib stehen! Oh, wir müssen sogar Kultisten ergreifen, bevor er entkommt. Ja, dann haben wir jetzt mal keinen Spaß, Jungs. Nee, keine Zeit. Habt ihr gesehen, wo er langgelaufen ist? Könnt ihr mir helfen? Habt ihr ihn gesehen? Boah, verdammte Axt da. Muss mich mal heilen. Oh, Entschuldigung. Wollte mich nur heilen. Oh. Zählt hier hoffentlich ein bisschen auf. Ich hoffe, der ist nicht abgebogen. Ah, hier ist Sackgasse und da kommt ganz viel Scheiße. Dann hauen wir hier mal ab. Oh, verpiss dich hier! Oh, Zorn. Oh. Jetzt habe ich aber die Nase voll hier. Oh, mal gucken, wo der abgebogen ist. Ah, du kommst schon mit. Also hier ist er schon mal nicht. Oh, hier ist er auch nicht. Ja, ich komme gleich. Oh, hier ist er. Bestimmt! Ah, verpisst euch doch hier! Spürt den Zorn eines Zwerges. Keine Zeit, wo ist der Kultist? Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen Party machen hier. Oh, oh, oh. Ein Hauch zu viel. No, I need more time. I need more time. Ich auch. Mehr Energy. Also haben wir unsere Superattacke mal voll. Wo versteckt sich der Arsch? Hat doch keine Chance gehabt, um mal hinterher zu laufen. Ne? Ach du Scheiße. What a sweet death. Ey! Oh, den kennt man ja auch hier, zu Genüge. What a sweet death. Und ich bleib da noch stehen. Der ist jetzt nur rot gewesen, ne? Statt vorher grün. Aber ist egal, wir haben diesen Kultisten immer nicht gefunden. Dann kann ich ihn nicht schlagen.
Dann bleibe ich hier mit euch so. Zieht Leine. 2 Minuten noch. Hallo, Kultist. Ist hier ein Kultist? Habt ihr den gesehen? Schade. Pass auf, ich bin an dem vorbeigelaufen. Ne? Boah, das kann's doch nicht sein. Wo ist der hin? Habe ich eine Map? Nee. Wo steckt diese Gesichtshälfte? Okay, haben ihn. Dann machen wir erstmal das tot, was hier noch ist. Ui, der hat aber neue Attacken drauf hier. Noch kurz zurück. Danke für den Clan-Anhänger. So, haben wir noch gekriegt. You want a fight? So be it! Blood for the Blood God! Genau, Blut für den Blutgott! Ah. Ah, wir müssen das Kruppzeug wegkriegen. I must return to the fight! Oh, 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 weg da, weg da, weg da! Weg da, aus der Ecke, raus! Mist, hab ich nicht gekriegt. Boah, bin schon wieder fast halb tot. Ah, ich muss ein bisschen laufen. I need to fight! Don't toy with me! Großes Etwas, du! Ah, falsche Taste! Und das nehmen wir auch nochmal. I'll give this to Gorchev. Maybe it'll give him some peace. So. Und jetzt die Straßen verlassen. Frage ist nur, in welche Richtung. Jetzt haben wir Zeit. Das kann ich euch alle abschlachten. Toll. Jetzt haben wir Zeit und da ist schon der Ausgang. So. Eine Amazon-Lieferung von den Amazonen. Hier, ein Tagebuch haben sie bestellt. Is this the book you're looking for? Yes, that's Galina's journal. I'd know it anywhere. Now we'll learn what happened to Arkady and the others. I'm sure of it. I need to find someone who can read this. Thank you. Ich muss hier speak again soon. Kann er die Schrift seines Lebens nicht lesen? Oh, Hackmesser haben wir freigeschaltet, was immer das ist. Goldkron. Er ist aber sehr dankbar. Hier haben wir wieder 2 Punkte gekriegt und... 2 Punkte fehlen uns noch dafür. Nee, hier wollte ich mal gucken. Wir hatten doch gerade was bekommen. Oh, hier ist ein Wirbelwind, ne? Wirbelwind klingen. Löst einen Wirbelwind im weiten Bogen aus. Ah. Raserei, Raserei angelegt. Was ist das? Hackmesser. Schlage mit 2-fachen aus landenden Hieben um dich herum und die Feinde bluten lassen. Mhm.
5 Punkte, haben wir nur 3. Könnten doch quasi das damit ersetzen. Soll man nicht. Wenn ich das jetzt einfach wegnehme. Ist ja doof. Sind die hier noch günstiger? In den Dreieck kann das sein? Weil da hat er mir nur 3 gekostet. Jetzt kann ich nicht mehr nehmen. Oder hatten wir den hier? Achso, das wird 0. Ah. Mein Fehler. Ich habe hier auf die 3 geguckt, aber das ist noch eine der Anfangsfertigkeiten. Darum bringt diese Raserei nichts. Ich dachte, hier wäre scheiße, aber wir haben sie einfach nicht aufgelevelt oder nicht benutzt. Ja, aber ich glaube, wir hatten hier noch ein, zwei Punkte dazugekriegt, ne? So, eine neue Waffe. 13%. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. 396. Das klingt doch erstmal gut. Oh, komm. Ups. Die wollte ich mal haben. Die hat 273. Ne, es bleibt. Kritischer Schaden. Was bringt Ausrüstung? Nein, lassen wir mal. Das bringt auch nochmal Schaden, aber wir haben bestimmt. Ich hätte gedacht, wir hätten da irgendwas mit. Ah, doch, Rüstung haben wir. Nee, Rüstung lass mal. Behalten wir mal. Wobei ich die Kette doch mal. Mich nochmal umentscheide. Das packe ich auch nochmal rein. Und den Rest. Spenden wir mal. Schneller Handel, alles spenden und weg. So, und von der Zeit her fangen wir jetzt erstmal, glaube ich, nichts mehr an. Das Sprechen mit dem Heini Gottchef oder wie auch man immer aussprechen mag, machen wir nächstes Mal. Ja, ging schnell rum, die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.